Hallo ihr Lieben, es ist Freitag, nur noch nicht Abend, Nachmittag, später Nachmittag. Ich war gerade kurz wieder in der Stadt, weil ich... ich hole die. Gestern kam per Post zwei Rezepte drin gewesen, aus Hamburg. Ich war ja Dienstag da und habe gleich nachgefragt und die haben gesagt, ja, wenn es unterschrieben ist, schicken wir es zu. Und gestern kam das und ich habe es gerade alles rausgeholt, was ich da jetzt verschrieben bekommen habe, wie zum Beispiel... Vitamin D, dann die hier, das ist, die nehme ich ja tagsüber, dann Novamin, ne? Dann für die Nacht, der hier, ne? Also das habe ich jetzt rausgeholt und dann gleich auch neben der Apotheke für Dirk seine Schilddrüsentabletten bestellt und für Easy ihre Tabletten, also die Pille. Ja, habe dann einfach die versicherten Karten der beiden mitgenommen, damit nicht jeder von uns einzeln hinfahren muss, habe ich das alles auf einmal erledigt. Und dann war ich kurz bei Lidl, weil ich gestern ja gesagt habe, als ich die Muffins gebacken habe, keine Eier mehr da gewesen. Ein einziges liegt irgendwo da hinten. Also habe ich jetzt zwei Packungen, das sind so diese XXL, gerade im Angebot, 18 Stück für 1,29 die Packung. Also ist eigentlich ein gutes Angebot. Die habe ich mitgenommen. Ich habe mit der App ein bisschen gespart. Es waren auch einige Sachen gratis. Joghurt habe ich schon aufgegessen im Auto, der gratis war. Und ansonsten gibt es hier noch ein paar Sachen. Mit der App günstiger dieses Baguette. Ich liebe die Dinger. Dann habe ich einen Eisbergsalat mitgenommen. Dann wieder mal Croissants, zwei Packungen. Ja, ne, genau. Mit der App günstiger auch Lieblingssaft der Kinder. Also, hast du dich wieder gestoßen? Was? Hast du dich gerade wieder gestoßen? Ich stoße mich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Keine Ahnung. Der stoßt sich andauernd. Überall. Hörst du nur das Dsch? Au! Ich hab gar kein Auto gesagt. Naja, diesmal habe ich nur das Dsch gehört. Passierte Tomaten, zwei Stück. Dann auch mit der App günstiger. Ich habe noch nie in meinem Leben Süßkartoffeln gegessen. Ich habe jetzt zwei Stück mitgenommen. Probiere ich mal aus. Weiß ich noch nicht mal genau, was ich damit machen werde. Auf jeden Fall habe ich wieder so ein Eimerchen Tomaten mitgenommen. Ich hätte lieber nur die Datteltomaten, aber waren keine. Haben wir jetzt gestern aufgegessen, habe ich einfach mit Käse und so auf den Teller gelegt und mit Gürkchen, mit meiner Schwester alles und mit meinem Mann zusammen. Da oben weiße Kiste, siehst du? Einen Brokkoli noch. Dann die hier, das sind Hähnchenhacksteaks. Kommt das nach hinten alles? Ja. Und dann mache ich gleich. Brokkoli kannst du hier lassen. Brokkoli-Cremesuppe fürs Wochenende mit Hähnchenfleisch drin. Ich will die essen. Habe ich gleich. Ja, können wir heute Abend essen. Geil. Aber ich habe welche hinten, die müssen eher weg. Nee, das bleibt auch hier. Das mache ich gleich in die Suppe rein. Dann habe ich nur eine Packung. Hey, Truthahnbrust gekauft, dann auch mit der App günstiger Gouda am Stück, bin gerade aus der Hand gerissen, habe ich aufgebraucht, Joghurt mild, dann will ich ja gleich noch einen kleinen, oder klein wird das gar nicht wahrscheinlich, ich muss gucken, Kuchen backen, hier sind drei Becher Schmand, dann habe ich auf jeden Fall noch Maxi-King. Einmal Speisequark, auch für den Kuchen. Kommt auch noch hinten. Butter einmal, so eine und einmal so eine für meine Family. Dann mit der App gratis dazu die hier. Der Käse, genau. Wir haben so viel Butter, Mama. Günstiger oder gratis, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oh, vergriffen. Spann? Yep. Hä? Mist. Mach ich jetzt. Kann ja jetzt schlecht hinfahren und umtauschen, nur wegen einem Dings hier. Och man, wir essen doch gar kein Schwein. Ich habe eigentlich nach dieser Geflügelwurst, Leberwurst gegriffen. Gibt's denn jetzt? Hab das Schwein geschnappt. Ach gibt's meine Güte. Gibt's Frühstück? Ist ja voll doof. Hier Kräuterbutter einmal. Dann zweimal wieder so Küchenkräuter und einmal Dillkräuter von Salatkrönung. Ne? Dann einmal so Geflügel-Frikadellen.
Dann für Christian zweimal Thunfisch und Sonnenblumenöl. Ne? Einmal Grillkäse, falls wir tatsächlich mal grillen sollten. Dann einmal zum Kochen Cremosano und aus dem Angebot auch zwei Joghurts, größere. Gleich. Einmal den hier und einmal den hier. Ja, das ist auch alles. Mir ist es nicht geworden. Wie gesagt, das ist nur fürs Wochenende so ein kleiner Einkauf. Eigentlich wollte ich nur Eier haben, wie immer. Wird mehr draus, weil dann fällt einer, das hast du nicht mehr und das könntest du gebrauchen und so weiter. Ja, natürlich wie immer Wasser, noch mehr Wasser und Apfelschorle steht hinten. Und das ist auch alles. Mehr habe ich nicht gekauft. Genau. Ja, mir geht's heute ganz komisch. Isabel liegt im Bett, nach der Schule gleich, hat Kopfschmerzen. Ob das tatsächlich am Wetter liegt oder daran, dass gewisse Tage im Monat gerade bei uns allen in der Familie anscheinend sind. Ja. Bei dir ja natürlich nicht. Genau. Ja, wir haben eigentlich, glaube ich, alle gleichzeitig. Meine Tochter, ich, meine Schwester, alle. Und auf jeden Fall, mir geht es auch so ganz komisch. Ich habe auch die ganze Zeit so einen komischen Kopf. Seit gestern schon, seit gestern Abend. Wird auch andauernd, ja, schwindelig. Und ich habe richtig heftig momentan seit ein paar Wochen schon Schmerzen in den Schultern und Nacken und so. Obwohl ich Physio bekommen habe, Schulter vor allem, linke Schulter, ich kann den linken Arm kaum bewegen. Obwohl ich mir andauernd das Schmerzsalbe drauf schmiere und so weiter. Ja, man wird alt, ne? Nein, Quatsch beiseite. Auf jeden Fall, ich hole mir das jetzt noch ein bisschen mit Reife zusammen weg. Das ist ja gar nicht so viel. Schmeiße die Suppe an, ich habe die euch schon ganz oft gezeigt, so eine Cremesuppe kennt ihr von mir. Und dann gucke ich, was ich an Kuchen backe. Aber ich habe da so schon ein bisschen was im Kopf, was es wird fürs Wochenende. Und zum Abendessen, erstmal hat Isabel gemeint, aus dem Gefrierschrank ein paar Pizzas rausholen, ein bisschen Platz schaffen. Aber ich habe letztens gerade rausgeholt und wir haben nicht gegrillt. Ich glaube, ich schmeiße jetzt tatsächlich ein paar Puttenhacksteaks auf den Opti-Grill und einfach mal ein paar Burgerbrötchen in den Ofen. Und dann haben wir sowas wie Burger, aber eben mit Putten- oder Hähnchenhacksteaks. Mach ich das mal noch dahin. Ne? Das ist dann unser Abendessen. Deswegen, ihr Lieben, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich Kuchen backe. So, ihr Lieben. Die Suppe blubbert vor sich hin für morgen. Ich habe jetzt alles grob geschnitten, reingeschmissen, Wasser drüber, fertig. Ich mache jetzt für morgen aber einen Kuchen. Also klein oder nicht klein, werde ich gucken. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt Teig. Das wird dann Quark-Ölteig sein. Und den Belag. Ja, es ist alles, wie gesagt, wie immer bei mir. Vor allem, wenn ich nicht so gut mich fühle, ich muss hier kurz was machen, Moment. Wenn ich mich nicht so gut fühle oder ein bisschen in Zeitdruck bin, ist es oft eher alles frei Schnauze. Ich werfe einfach ein paar Zutaten zusammen und dann ist es gut. Ich habe mir ein paar Rezepte angeguckt. Ich habe so eine grobe Richtung. Der Rest ist tatsächlich, ja, wie immer. Ich denke mal, wir legen jetzt einfach mal los. So. Ich habe jetzt hier die Beata stehen. Ich brauche logischerweise Quark, wie der Name schon sagt. Ich habe hier eine große Packung, weil ich für die Füllung noch welchen davon nehmen werde. Also passt das schon. Ich werde jetzt von hier, ja, ohne großartig abzuwiegen, ich sag mal so knapp 200 Gramm nehmen. Man kann ja sehen, wo die Hälfte von der Packung ist. Und ungefähr, ja, ein bisschen weniger als die Hälfte der Packung nehme ich jetzt hier rein. Dann brauche ich ein Ei. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Zucker. Den wiege ich hier ab. Ich denke mal so 150 Gramm. Passt. Zack, wir brauchen noch Zucker für die Füllung. Packen wir nicht ganz so weit weg. Dann ein bisschen Vanillezucker.
Ich habe jetzt hier Tonkazucker, nehme ich mal den. Und Öl. Wir brauchen Öl. Jetzt habe ich kein Esslöffel. Oh Mann. 6 Esslöffel Öl. Ja, super. Passt. Und jetzt verrühre ich das Ganze schon mal. Und ich brauche ungefähr 300 Gramm Mehl. Da haben wir Mehl. Und hier habe ich die Waage, die ist auf 0. Passt also. Zack. Ja. Genau 300 Gramm Mehl und was steht da? Ein halbes Päckchen Backpulver. Genau. Und das ist jetzt der Teig. Mehr brauchen wir da auch nicht. Ja, und jetzt kommt Mehl einfach mit rein. Und darf weitergerührt werden. Und für die Füllung habe ich mir gedacht, nehme ich tatsächlich Kirschen und Mandarinen. Beides, das gieße ich jetzt einfach mal ab. Und dann gucken wir, wie wir die Füllung basteln. Ich hole jetzt die Backform und gieße schon mal die Kirschen und Mandarinen ab. Und dann geht es mit der Füllung weiter. So, ihr Lieben, das ist jetzt der Teig. Ich habe jetzt hier eine Form. Die habe ich mit Fett eingeschmiert ordentlich. Und jetzt verteile ich einfach mal den Teig hier drin und ziehe einen Rand. Ja, einfach mal hier so gut verteilen. Der Teig ist sehr gut geworden, finde ich wenigstens. Wenn es jetzt zu klebrig sein sollte zwischendurch, kann man natürlich die Hand auch ein bisschen in Mehl tauchen. Ja. Auf jeden Fall gut andrücken den Rand. Einen ziemlich hohen Rand machen. Na, wo habe ich denn jetzt das? Damit geht es natürlich auch. Und dann den Teig gleichmäßig hier verteilen. Tada! So, und jetzt bereite ich alles vor für die Füllung und schmeiße aber gleichzeitig den Backofen schon mal an auf 175 Grad, damit der vorheizen kann. So, ihr Lieben, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich habe jetzt, das denke ich mir aber wirklich aus jetzt mittlerweile, ne? Ich habe jetzt hier Quark, also den Rest sind auch so um die 300 Gramm, denke ich mal. Dann Zucker. Ich nehme mal, ja, auch so 150, 200, 200 Gramm Zucker. Rein damit. Dann, es stand in ganz vielen Rezepten wirklich sowas wie 3 Becher Schmand, 4 Becher Schmand. Ich habe jetzt hier 1 Becher Schmand, aber 400 Gramm. Das entspricht dann 2 Becher Schmand, aber ich habe mehr Quark. Also in vielen Rezepten stand gar kein Quark. Ich nehme jetzt noch Quark dazu. Deswegen passt schon. Ich nehme noch ein Ei. Rein. Und dann brauche ich eigentlich nur noch den Vanillepudding. Aber vorher verrühre ich, ich überlege gerade mit was. Nehme ich jetzt den Flexi. Gucke mal, wie das mit dem Flexi geht. Ich verrühre das alles erstmal. Hallo? Aha. Genau. Dann nehme ich ein bisschen Milch, also nicht viel. Einfach, ich denke mal so 100 Milliliter. Und 2 Tüten
Vanillepulver. Vanillepuddingpulver. Das funktioniert wunderbar mit dem Flexi. Und diesen Vanillepudding, den rühre ich einfach mal in die kalte Milch. Ich koche nichts. Das ist wirklich ein Pudding zum Kochen, aber mache ich jetzt nicht. Ich habe auch ein paar Rezepte gesehen, wo das nicht notwendig ist. So. Gut einrühren. Auch die zweite Tüte. Ja, und jetzt kommt diese angerührte Masse da rein in die Schüssel und da auch noch ein bisschen verrühren. Hier habe ich abgetropfte Mandarinen und Kirschen. Wo ist mein Löffel? Und die gebe ich jetzt einfach mal mit in die Masse. Zack. Darf das Ganze ein bisschen eingerührt werden. So, und jetzt hole ich natürlich auch meinen Teig, die Backform. Und ich hoffe, dass das klappt. Also ganz ehrlich, drückt mal die Daumen. So sieht die Masse aus. Die schütte ich einfach mal rein. Oh, das passt wunderbar rein. Und jetzt, Backofen ist vorgeheizt, wandert das Ganze bei 175, maximal 180 Grad, für eine Stunde mindestens in den Ofen. Und dann soll es eigentlich fest werden. Ich hoffe, das ist alles hier jetzt einigermaßen gut verteilt. Wir sehen, wie es nachher aussieht, ne? Ich bin gespannt, was ich mir gerade hier wieder fabriziert habe. So, ihr Lieben, hier ist er. Das ist jetzt der Kuchen. Der dampft noch. Ich stopfe ihn jetzt auch wieder zurück. Normalerweise muss man das Ganze komplett abkühlen lassen. Tada! So sieht er aus. Wie gesagt, ich lasse den jetzt komplett abkühlen. Hier habe ich die Suppe für morgen. Die habe ich euch jetzt nicht nochmal detailliert gezeigt. Das habt ihr schon oft gesehen, sonst gibt einfach einmal eine Cremesuppe. Genau. Den Kuchen lasse ich jetzt abkühlen bis morgen. Der ist richtig schön geworden. Ich finde das richtig gut. Obwohl ich ihn komplett frei schlauen zuerst gebaut habe. Ne? Auch die Seiten, die sehen zwar ziemlich groß aus, sind sie aber nicht. Es ist richtig gut geworden. Ja, den werden wir morgen genießen. Hier läuft der Geschirrspüler. Wir haben gerade gegessen. Haben tatsächlich einfach mal Burger gebaut aus diesen Puttenhacksticks oder Hähnchenhacksticks und so. Das hat dann auch gereicht. War ganz lecker. Ja, und an dieser Stelle werde ich einfach dieses Video beenden. Mehr kommt heute von mir nicht. Ich werde nachher nur noch, wenn der Zauberkasten fertig ist, nochmal die Küche aufräumen und Klarschiff machen und das war's dann. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, ihr Lieben, ein wunderschönes Wochenende, egal wie das Wetter wird. Ja, sieht nicht so schön aus, aber naja, die Erde braucht den Regen, habe ich auch festgestellt in meinem Garten, also ist auch nicht ganz so schlimm. Genießt es trotzdem, bleibt auf jeden Fall gesund und wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren, wer mag, auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos von mir und ja, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!